Herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Seit der letzten Aufnahme ist natürlich einiges passiert. Es sind diverse Patches schon erschienen, die auch das ganze Loot-Verhalten geändert haben. Die ganzen Größen wurden geändert. Also ein Rucksack kann jetzt dementsprechend ein bisschen mehr tragen und Dosen haben jetzt nur noch irgendwie 25 Einheiten, die sie jetzt verbrauchen. Und diverse andere Sachen. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir wieder vorankommen, weil es gab nämlich mit dem, ich glaube, vorletzten Patch einen Server-Wipe. Sprich, es war alles weg. So, wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier zurechtkommen. Na, fängt doch gut an. Zumindest eine Axt. Ein bisschen was zu knabbern. Munition. Oh, ein Bogen. Und noch mehr zu mampfen. Taschenlampe brauchen wir erstmal nicht. So, da haben wir auch den Bogen. Hat bestimmt einer deponiert. Machete. Das zerschreddern wir mal. Machete nehmen wir auch mit. Na toll. Das sind die ganzen gelehrten Rezepte auch weg gewesen. Na schön auch. Ja, sein kann. Zucker, Kaffee. Ja, da fehlt uns wohl noch was. Schön alles zerschreddern. Können wir uns nämlich wieder Bandagen draus basteln. Noch mehr Munition. Gereinigtes Wasser. Da können wir doch sicherlich was mit basteln. Vielleicht mit dem Kaffee oder so. Tatsache. Fehlt nur noch Milch und Zucker. Ja, kann man aber auch nur über ein Campfire machen. Also allgemein über Feuer. Oh, Salin.
der Bandage zum Erste-Hilfe-Kit fungiert werden. Das ist natürlich praktisch, aber das kennen wir ja schon aus Daisy. Das war ja so das Allzweckheilmittel. Nur noch eine Bandage schnell zaubern. Ja, einen kleinen Rucksack brauchen wir sowieso mal. Beziehungsweise eine Umhängetasche. Rucksack ist ja übertrieben. So, Bandage haben wir. Und Discover. First Aid Kit, jawohl. Ne, hatte ich doch eben. Munition. Die gibt es ja jetzt auch wie Sand am Meer. Das irgendwas bringt Antibiotika und Immunitätsboost. Vielleicht für später oder so. Noch eine Machete da hinten. Vor allem auf dem Klo. Ich möchte nicht wissen, was der damit vorher angestellt hat. Zustand aber besser, oder? Ja, toll. Schoßhündchen. Bei meinem Glück kommt er sogar gleich noch angepumpt. Oh, ein Rucksack. Scrap of Clothes. Zucker. Schon wieder. Noch mehr Munition. Fehlt nur noch die passende Waffe, würde ich sagen. Noch mehr Zucker. Gibt ja bald einen Zuckerschock. Ach, Dünger. Hört auch Schritte unter mich. Und wieder Munition, jawohl. Rohr. Und eine Batterie. Nur noch Zündkerzen und ein Auto suchen. Jetzt hab ich's geahnt.
ausgesperrt. Wie? Was ein Cheaterhund. Voll feige am Weglaufen. Aber wir sind doch tierlieb. Er kommt da bestimmt nicht rauf. Rauf nicht, du reißt dich durchs Auto, genau. So. Ah, Tierfett und Wolffleisch. Biotreibstoff. Da fehlt uns bestimmt noch jetzt ein Stock oder so. Dann könnte man da vielleicht eine Fackel draus bauen. Na, ein rotes Käppi, das nehmen wir uns doch mal mit. So, noch eine Kleinigkeit essen. Oder? Obwohl... Ah, was haben wir denn da? Eine Rauchflare. Wolfsfleisch. Gut, das hätten wir uns ja auch denken können. Geht auch über offenem Feuer, okay. So, benutzen wir mal noch die Bandage, um uns ein bisschen hochzuheilen. Müssen wir sowieso demnächst noch ein paar mehr bauen. Eigentlich schön blöd. Ich hätte auch ein First Aid Kit basteln können. Naja. Was haben wir hier noch? Nochmal 45er. So. Die essen wir jetzt aber mal. Können ja nicht alles mitnehmen. Bandage. Die entpacken wir mal.
War das ein Auto? Oha, was macht der denn da? Okay. Ja, das mit dem Zombie, das gefällt mir jetzt nicht so. Ja, bleib noch an der Tür hängen. Okay. Und dann geht die Tür nicht zu. Ich krieg ein zu viel. Läuft super. Komm ab in die Tankstelle. Ist das nicht das Auto? Wie der mich überfahren will. Und da hinten stand doch eben noch einer, oder? Habe ich mich verguckt? Beschuss. Ah, habe ich doch richtig gesehen. Hey, don't shoot, I'm friendly. Na toll.